So, da sind wir dabei. Until Dawn, weiter geht's. Beim letzten Mal hat alles irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Sam wurde eingeschläfert und Matt und Emily sind zu einem extrem dummen Zeitpunkt in Elch Gangbang reingeplatzt. Genau an der Stelle, an der Hannah und Beth vor einem Jahr runtergestürzt sind. Wir haben auch das Handy gefunden und der Doc hatte Besuch von Vogelscheuchen Volker. Also alles extrem verwirrend. Ich weiß nicht so wirklich, was abgeht. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie es weitergeht und erstmal ein kleiner Rückblick. Oh, Fern, das Doc, kannst du was nicht tun! Was hab ich dir getan? Was redest du da? Oh mein Gott, wir müssen hier abhauen. Ich verstehe einfach nicht, was los ist. Das ist ein Psychopath. Nein, das ist verrückt. Wir müssen Hilfe holen. Hallo? Leute? Hallo, Samantha. Suchst du nach mir? Wir sollten die anderen suchen. Mike und Jess vögeln sich gerade das Hirn raus und wer weiß, wo Sam ist. Ich glaube, in der Lodge. Warum diskutieren wir noch? Los jetzt! Hey, da! Feuerwachturm! Ah, Matt, was ist das? Ach, keine Ahnung. Vergeltung. Matt. 5 Stunden bis zum Morgen. Was willst du tun? Coole Frage. Erstmal ruhig bleiben. Ganz cool bleiben. 2:03 Uhr mittlerweile. Nein, 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 nein. Die werden uns wehtun. Chill, chill. Einfach keinen Stress machen. Status-Update. Oh, der Tapfere, okay. Und die Hilfsbereitschaft ist extrem hoch bei ihm. Hey Leute. Na? Alles klar bei euch? Darf ich euch mal beschnuppern vielleicht? Oh Gott. Einfach so tun, als wenn wir nicht da sind. Langsam durch die Reihen von Hirsche durchgehen. Scheint aber ganz gut zu funktionieren. Scheint erstaunlich gut zu funktionieren. Was? Nein! Was zur Hölle? Warum wollte er eigentlich immer, dass ich irgendwelche Tiere mit einer Axt schlage? Seid ihr eigentlich bescheuert? Hat garantiert kein Hirsch mit einer Axt erschlagen. Das klingt nicht nur absurd, es ist absurd. Okay, jetzt sind wir Emily und wir hatten eine Schmetterlingseffekt-Aktualisierung. Notwehr. Matt ist ruhig durch die Hirsche gegangen. Matt und Emily sind der Gefahr unversehrt entkommen. Ich denke, wenn wir da zugeschlagen hätten, dann wären die wahrscheinlich ausgerastet und es wäre nicht so wirklich gut gelaufen. Deswegen war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Gut, lass uns weitergehen. Gucken, ob wir jemals an diesem Turm ankommen. Ohne von Hirschen oder Thermobären vergewaltigt zu werden. Hallo Vogel. Du bist halb so wild. Ich musste dich nur wählen beim Doc, deswegen fliegen wir überall Raben rum, aber... Es ist halt ein Vogel. Falls wir es hinkriegen, jemanden zu erreichen, dann sagen wir, wir brauchen Hilfe. Was tun wir, während wir warten? Wir gehen zurück zur Lodge und holen die anderen. Oh Gott, nicht zur Lodge. Wir sollten hier bleiben. Für den Fall, dass sie draußen uns nochmal erreichen wollen. Erst muss das Funkgerät funktionieren. Hat er recht. Hör mal zur Abwechslung auf ihn. Gar nichts rum. Ich hoffe natürlich, dass ich nichts verpasse. Was zur Hölle? Ah, okay, wir sind schon da. Es ging schnell. Ich habe jetzt eigentlich echt erwartet, dass wir ein bisschen länger brauchen, bis wir da ankommen und... Shit. Oh, das ist verflucht grell. No shit, Sherlock. Ich kann nicht sehen. Was ist das? Nur eine Sicherheitsleuchte. Bestimmt bewegungsaktiviert. Hoffentlich bewegungsaktiviert. Ist das ein Totem? Yep. Einer mit Hörnern. Führungstotem. Hat sich Chris die Waffe an den Kopf gehalten? Ach, kein Scheiß, Junge. Ist wahrscheinlich wirklich nur eine bewegungsaktivierte Leuchte, die er angeht. Hoffentlich. Ich meine, Vogelscheuchen Volker kann nicht überall sein. Wir hätten zwar noch den Typ mit der Machete und den mit dem Flammenwerfer, aber ich glaube, der hat dann doch eher ein bisschen dramatischeren Auftritt geplant, wenn wir den wiedersehen sollten.
Was ist das denn? Physics. Lass uns mal nach oben gehen und schauen, ob es hier ein Funkgerät gibt. Ist ja wirklich nur so ein Stand einfach. Ich habe jetzt echt gedacht, dass es irgendwie so kommandozentralenmäßig wäre. Nope. Jetzt haben wir noch ein bisschen größerer Jägerausguck. Lass mal nach oben gehen. Sieht alles nicht so wirklich stabil aus. Deswegen, ich bin jeden Moment darauf vorbereitet, hier irgendeine Taste zu drücken. Dann bringt mir die Quick-Damn-Events. Nein! Warum? Schieb's in die Hose, mach irgendwas, aber lass doch nicht die Axt da unten. Oh, Matt. Äxte retten Leben. Vor allem in Horrorszenarien, ja? Ich glaube, ich laufe mal nicht auf dieses Gitter. Das sieht nämlich aus, als wenn es sich ein bisschen durchbiegen würde. Das ist, glaube ich, nicht so wirklich geil. Warum ist es hier plötzlich so windig? Wir sind schon fast drin. Aber doch höher, als ich im ersten Moment dachte. Dahinter vielleicht irgendwas? Nope. Emily regt sich auch gar nicht mehr auf, dass sie vorausgehen muss. Irgendwie hat sie damit abgeschlossen, glaube ich. Die Hirsche waren zu viel, Mann. Jetzt ist eine Synapse umgeklappt und ich weiß absolut nicht mehr, wo sie ist oder was sie gerade macht. Wenn sie das überhaupt jemals wusste. Matt, kommst du? Okay. Zumindest mal windgeschützt hier oben. Die Frisur hält. Alles klar? Ja. Ja genau, sowas habe ich mir dann doch eher vorgestellt. Und nicht so weit oben. Okay, das ist... Faxgerät? Kopierer? Was auch immer das sein soll. Drüben ist das Funkgerät, glaube ich. Aber ich gehe erstmal hier an den Schrank ran. Alles anfingern, was nur geht. Oh. Sorry, Hannah. Hannah Washington. Nach heute Nacht ergibt ihr Verschwinden langsam mehr Sinn. Eventuell war sie emotional aufgewühlt. Naja. So ein bisschen. Okay. Ich denke, das Teil wird auch nicht funktionieren, wenn drüben schon kein Strom drauf war. Das heißt, um hier irgendwas zu erreichen, müssen wir auf jeden Fall erstmal einen Generator oder so finden. Ach, komm schon. Toll, kein Strom. Hier muss doch ein Schalter oder sowas in der Nähe sein. Einfach nur so ein Schalter an der Wand und da steht dann Strom drüber und dann drückst du und es ist dann Strom, ja? Wo der herkommt, ist völlig egal. Das sind 35 Hamster. Aber die siehst du nicht, Mann. Die sind im Boden verbaut. Fusebox. So. Dann wollen wir nochmal. Oh, funktioniert sogar noch. Sehr gut. Scheiße, ja, wer sagt's denn? Hat da gerade irgendjemand geröchelt da unten? Klang so. Mich erstickt gerade irgendjemand an dem Stock. Oh. Leuchtpistole. Wunderbar. Das ist doch genau wie in dem Totem, den wir gesehen haben. Gute Frage. Sie hat ihm die Leuchtpistole gegeben. Es ist halt genau das Problem, weil ich mir den Totems habe. Ist es jetzt was Gutes, dass sie ihm die gegeben hat? Oder sollte sie die Leuchtpistole behalten? Gib ihm die Leuchtpistole.
Neuer. Jemand müsste das sehen. Hoffentlich nicht nur der Psychopath. Er freut sich wahrscheinlich. Oh, da drüben. Sehr gut. Also wenn wir in den nächsten 10 Minuten keinen Kopf mehr auf den Schultern haben sollten, dann wissen wir, dass es nicht so die beste Idee war, einfach wild wichsend vom Turm in den Himmel zu ballern. Das hat sie allerdings getan. Ob das jetzt wirklich gut oder schlecht war. Schauen wir mal. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Funkgerät ran. Irgendein Kanal. Da ist jemand. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Bitte sagen Sie etwas, wenn Sie das hören. Bitte, wir brauchen Hilfe. Over, over. Scheiße. Hallo? Oh mein Gott. Zum Glück, wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo? Will uns jemand kontaktieren? Hier ist die Park Ranger Station von Blackwood County. Wir haben eine sehr schlechte Verbindung. Sprechen Sie bitte langsam und deutlich. Over. Bitte, 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 bitte Hilfe. Oh mein Gott, wir sind hier am Blackwood Mountain. Und hier ist ein Psychopath. Sie mich hören. Wiederholen Sie Ihre Nachricht. Es war nicht möglich zu verstehen, was Sie wir sagen. Wir brauchen Hilfe, bitte. Hallo? Können Sie sich bitte identifizieren? Over. Ganz cool bleiben. Einfach mal normal reden. Vielleicht bringt es ja irgendwas. Oh mein Gott, okay. Hier ist... Mein Name ist Emily. Hallo? Ich empfange Sie nicht deutlich. Bitte wiederholen. Over. Beharrend. Aber weitermachen. Wir sind am Blackwood Mountain bei der Ski-Lodge. Hier ist ein Killer. Er ist hinter uns her und er hat unseren Freund umgebracht. Oh Gott, bitte helfen. Sie müssen uns helfen. Das heißt dann wohl nein. Hey, Haley. Was? Wann? Wie lange? Morgen, so früh es geht. Nicht vor dem Morgen. Fuck. Oh mein Gott, Emily, er wird mich umbringen. Wie du halt nur an dich denkst. Matt ist halt auch noch da, aber okay, passt schon. Oh. Fuck. Stürzt der Turm gerade um? Oh. Oh fuck. Oh shit, nicht nur im Gesicht fangen. Halt dich fest. Verdammt. Scheiße, shit. Heilige Scheiße. Okidoki. Das ist allerdings schnell eskaliert. Gerade machen wir nach oben. Jetzt sind wir schon in den Minen gelandet, direkt mit dem Turm einfach mal. Verdammt! Zumindest Matt geht's noch einigermaßen gut. Ist Emily Pudding? Oh nein! Er lebt auch noch, okay. Em, das Ding ist echt verdammt wackelig. Matt, du musst etwas unternehmen, sofort. Worauf wartest du? Ich denke nach. Lass mich nachdenken. Denk nicht, du Idiot. Hol mich einfach hier runter. Ich hab euch gesehen.
Was? Hey, es ist echt keine Situation, jetzt damit anzufangen. Du hast Angst. Du musst dich beruhigen. Alles wird gut. Ach, hör auf zu labern. Ich halte es nicht mehr aus. Hör auf, mich anzubrüllen und lass mich einfach machen. Okay? Gut so. Nein, hör du auf. Wieso musst du jedes Wort hinterfragen? Ich bin das sowas von leid. Gott, wie gern würde ich dir einfach nur auf den Kopf spucken jetzt. Okay, komm, wir bleiben ruhig. Ich versuche, zu dir zu kommen und dich hochzuziehen. Jetzt hol mich bitte von diesem gottverdammten Turm. Bitte, 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 Matt, tu endlich was. Lass es versuchen. Ich komme. Hier. Oh, fuck. Oh, shit. Oh. Matt! Es darf nicht kippen. Sherlock? Okay, ich weiß zwar nicht, wie wir da rankommen, aber wir versuchen's. Scheiße! Komm schon! Und tschüss. Emily! Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber er lebt zumindest noch. Kurzes Status-Update. Was hat sich verändert? Okay. Der Witz ist ein bisschen flöten gegangen, aber die Tapferkeit hoch. Und der Beziehungsstatus, holy shit. Mach dich auf was gefasst, falls ihr beide lebend rauskommen solltet. Du kannst erstmal 3 Tage nicht mehr laufen wahrscheinlich. Die Kleine ist schon ziemlich zäh, muss man sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir die trotzdem irgendwann nochmal lebend sehen. Dass sie das wahrscheinlich auch irgendwie überlebt hat. Wow! Was zur Hölle? Lass los! Weg da! Lass los! Lass los! Was zur Hölle bist du denn? What? Okay. Keine Quicktime-Events, gar nichts. Ich bin einfach tot. Du hast die falsche Entscheidung getroffen. Da kommst du nicht mehr raus. Was zur Hölle? Okay. Ich glaube, wir hätten Emily fallen lassen sollen. Das ist das, was wir uns damit sagen wollen. Sie war nicht oben? Weiß nicht, hab sie nicht gesehen. Sie muss hier runtergekommen sein. Ich hab sie auch nicht gesehen. Verdammte Scheiße. Ich mochte Matt eigentlich. Aber ich glaube einfach mal nicht, dass er das überlebt hat. Es sah extrem ungesund und unbequem aus. Das ist jetzt noch schneller eskaliert als der umfallende Turm. Heilige Scheiße, gut. Da haben wir unseren ersten wirklichen Toten. Denn die Sache mit Josh, ich weiß nicht, die war irgendwie komisch. Schauen wir einfach mal, ob wir den irgendwann jemals wiedersehen sollten. Matt sehen wir auf jeden Fall nicht wieder. Doof gelaufen, na okay. Schauen wir, dass wir zumindest mal die anderen irgendwie heil da rauskriegen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt einen Kommentar. Bis dahin, haut rein.